Weidmannsheil, mein Name ist Chris Balke. Ich bin Berufsjäger und der einzigste Rüdemeister Deutschlands. Meine Hauptaufgabe besteht darin, angefahrene und angeschweißte Wildtiere nachzusuchen. Aber natürlich hat man als Berufsjäger auch selbst jagdliche Träume. In diesem Jahr sollte es das Barbary-Sheep sein, Berberschaf oder auch Audat genannt. Sie sind hervorragende Kletterer. Für uns war diese Wildart besonders interessant, da auch meine Freundin Katja ein weibliches Stück erlegen sollte. Auf der Messe in Dortmund sprach ich mit Jochen Suprak von der Firma SB Jachtreisen. Er erklärte mir einiges über die Wildarten, über die besten Gebiete und dass man diese Wildart bis Ende März bejagen könnte. Diese Wildart kommt ursprünglich aus dem Norden von Afrika und wurde in den 70er Jahren in Spanien ausgewildert. Dann lernten wir natürlich auf unserem Pirschgang den Berufsjäger kennen. Er war wirklich perfekt ausgebildet. Er kannte die Standorte, er erklärte die Schlauchlängen perfekt. Die Unterschiede männlich, weiblich, ältere Stücke, jüngere Stücke. Und es war eine Freude, diesem Fachmann zu lauschen. Das Mähnenschaf jagten wir in der Nähe von Alicante. Dort waren die Berge ca. 1500 bis 2000 Meter hoch. Wir hatten traumhaftes Wetter und es war von Anfang an eine atemberaubende Jagd. Und dann sahen wir die Sauen. Ja, welchem Jäger schlägt da das Herz nicht höher? Auf 2000 Meter eine Rotte. Unglaublich. Aber wo ist der gesuchte Widder? Alleine die Natur zu genießen, ist für uns Jäger doch immer wieder ein großer, großer Traum. Und immer wieder glasten wir die Gebirgsketten ab, die Schluchten, Rinnen und steilen Felswände. Und dann sahen wir ihn. Ein Widder, ca. 8 bis 10 Jahre, mit einer Schlauchlänge so um 70 bis 80 cm. Ich machte mich fertig. Hatte mir vorher auch extra noch ein Zweibein besorgt, was wirklich von Vorteil ist. Und der Schuss war aus. Und groß war die Freude, als wir dann gemeinsam an das Stück kamen und dann den Reifen wieder vor uns zu sehen. Die Jahresringe waren genau abzuzählen. 8 Jahre alt war er.
Es war wirklich ein Traum. Wie toll, dass er hier noch diesen Curl hat nach hinten. Das ist wie Dagestan-Tour. Yeah. Acht, gell? Baby 2. Ja, Baby. Dann wurde er zerlegt, ordentlich versorgt und dann hieß es natürlich, den Rückmarsch anzutreten. Die Bergkulissen werde ich nicht vergessen und ich bin mir sicher, Spanien wird mich wiedersehen.